da man nicht mehr so viel Munition drauf. Hops ich mal hier rüber. Und da kommt der Große. Und da ist Heilung. Verdammt. Hier ist Heilung, hier ist Schutz. Man, der Name hat ausgeschaltet. Oh, Kacke. Nicht gut. Muss mal aufhören. Den loswerden wäre das echt eine Lösung. Verdammt. Das sind zwei von denen. Was soll denn der Scheiß? Alter Schwede. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich nur, wenn ich den ersten so ausschalte. Habe ich auch keine Idee, wie ich das schaffen soll. Das könnte lange dauern. Dann bin ich doch zumindest relativ sicher. Was bringt. Lass die Granaten ankündigen. Oh Kacke. Das war nicht gut. Oh Kacke, Sackgasse. Jetzt hier irgendwo weiter? Nein, hier nicht. Versuch mal sowas wie durchzurennen. Kommandiert hier. Wenn wir die noch ausschalten können. Und vielleicht die Chance weiterzukommen.
Nun will ich den großen noch dauern. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt weiterkommen. Den Versuch ist wert. Bis zum nächsten Checkpoint. Hier ist momentan alles ruhig. Scheint so, als hätte es geschafft. Verdammter regimeliebender Dreckskerl. Ist das derselbe? Du sollst verrotten wie der Rest dieser gottverlassenen Stadt. Da verwechselst du mich aber. Wie hat der es von dir hierher geschafft? Das Schmidt, die Bäckerei. Kessler? Ich habe Agent Tours Haus gefunden. Gott sei Dank. Die Lilien singen im Mondschein. Öffnen Sie das Tor an der Seite des Hauses. Da liegt ein Schlüssel unter einem großen Stein. Kommen Sie durchs Kellerfenster. Null Schuss auf dem Ding. Schlüssel. Ich habe jetzt nicht so genau aufgepasst. Hätte sie besser zuhören sollen. Als ob die mich nicht einfach durch die Vordertür reinlassen kann. Oh. Ich kümmere ein bisschen. Mal wieder Wolfenstein 3D spielen. Okay, was ist hier los mit der Musik? Mal schauen, wie weit wir heute hier kommen. Hier lang steht einer. Munition. Kommandant. Ich habe mir nicht wieder Munition dafür. Hier ist erstaunlich leer. Ist mal was zur Abwechslung. Den Klassiker zu spielen. Den langen Schwund lang hinab. Niemand hier. Heilung, die ich noch nicht nötig habe.
wird sie auf jeden Fall nicht ewig mehr suchen. Wir spielen das bis zu einer bestimmten Stelle und dann wird das jetzt hier nicht mehr ernsthaft zu schaffen versuchen, wenn wir den Schlüssel nicht mehr finden. Dann lassen wir es bleiben. Oh, von wo? Von hier. Da habe ich doch das Gefühl, dass wir hier lang müssen. Nee. Ah, hier Schlüssel. Wofür auch immer. Für den Fahrstuhl war es beim letzten Mal nicht. Normalerweise müsste der Schlüssel doch zum Aufzug passen. Mal schauen. Das ist so wichtig markierter Raum und dann nur einer drin. So, hier mal lang. Der sieht wichtig aus, der Gang. Nimm den Schlüssel mit bei. Okay. Die waren wir noch nicht. Zwei Kommandanten. Gewehrmunition. Von hübsch. Weil sonst gibt es hier nichts mehr, oder? Hier vielleicht. Ach Scheiße. Das war knapp. Bin ich fast draufgegangen hier. So, das sieht doch schon final aus. Wird doch gut bewacht. Jo, geschafft das Level. Fantastisch.
Wolfsburg-Albtraum. Ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Heilung. Da macht sie mir nicht auf. Ah, hier ist ein Schlüssel. Wie gerade in 3D. Im Wolkenstein 3D jetzt auch hier ein Schlüssel. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Ich brauche den Teilung und einen kleinen Unterschlupf. Für den Moment. Meine Güte. Wo ist dein Hemd, mein Hübscher? Pippa, du bist Agent 2? Ab sofort Schwester Inga. Ah, ja. Ruh dich erstmal auf. Agent 2. Tee und Gebäck. Auf jeden Fall. Du bist der Arme hier. Bist du ein Nazi? Ein Regimemann natürlich. Regime-Leute. Hierher haben sie dich also geschickt. Ja, vor 6 Monaten. Westys Brief. Den würde ich doch gern lesen. Liebe Pippa, bitte entschuldige mein unglückliches Missgeschick mit dem Bier. Es tut mir aufrichtig leid, das war wirklich kein gutes Benehmen. Um es wenigstens ein klein bisschen wieder gut zu machen, könnte ich es wenigstens eine Woche lang deine Wäsche machen. Und ich könnte dich zum Abendessen einladen oder sogar beides. Wenn der Krieg endlich vorüber ist, dann vielleicht mit besten Grüßen Westen. Ich zuletzt auf der Feier in London gesehen. Oh, sage ich, sei es her. Wesley hat mir damals Bier in den Ausschnitt gekippt. Tollpatsch. Ich hab versucht, ihn zu retten, Pippa. Ich weiß, mein Lieber. Tut mir leid, aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Hör zu, ich weiß, was du suchst, Blasco. Der Kerl in meinem Bett da hinten ist einer von Helgas Leuten. Bevor er einschläft, habe ich ihn zum Reden gebracht. Aha. Die Akte, die du suchst, ist in Helgas Zimmer im Gasthaus von Wolfsburg. Sie scheint eine Schwäche für Wein zu haben. Verkleide dich als Ober, dann kommst du vielleicht an sie ran. Aber um Himmels Willen, zieh dir vorher was an. Da ist ein Hemd in der Truhe da drüben. DJ mit nacktem Oberkörper. Also, wir sehen uns ja selbst nicht. Und wir First Person. Waffen hier. Im Gasthaus tragen sie keine Waffen. Ich bewahre sie für dich auch. Auf gar keinen Fall. Verfluchtes Regime. Und die Leute folgen diesen Kerlen wie hirnlose Gurken. Waffenlos in... Verdienen sie es auch nicht anders. Oh, scheiße, Mann. Waffenlos unterwegs, ach du Scheiße. Das war Forstkampf von zu üben. Die Scharniere sind verrostet. Komm, fass mal mit an, Blasco. Und wer kennt und so. Im Tunnel musst du 9,40 Meter zum Brunnen im Hinterhof des Gasthauses schwimmen. Komm wieder, sobald du Helgas Akte hast. Dafür warf dich neue Waffen. Und ertrink mir nicht, alter Säufer. Ach du Scheiße, waffenloser Part. Ich will meine. Kann ich meine Waffen mitnehmen? Offensichtlich nicht. Die Waffen funktionieren noch, wenn ich zurück bin. Na, sehr toll. Nur mit einem Messer bewaffnet. Das müssen wir die Angreifer messern. Na, hoffentlich nicht. Dann bin ich aber nicht schon begeistert. Wie sollen wir jetzt hier hinaufkommen? Ach, das Ding haben wir mit. Na toll.
Ach du Scheiße. Meine Cousine hatte eine Spelunke in Mesquite. Hab dort mein erstes Geld verdient. Alles für Candice ausgegeben. Verflucht, das geht nicht schief. Ach du Scheiße. Hier ist eine Schürze. So, servieren wir. Das kann ja nur schief gehen. Für die Chefin. Hey, Ober! Frau Oberstleutnant von Scharz ist hier. Hören Sie gut zu, so, na dann. Das aus. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! General Strasse will Ergebnisse sehen. Getränk. Ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden? Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Ich bring Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Scheiße. Setzen Sie sich. Oh, Kacke. Das kann nur schief gehen. Wie heißen Sie? Franz. Franz. Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ich würde dann gerne mal meinen Job machen, das so Zeug konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Mein Beileid. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Ich würde gern. Natürlich. Ist ja normal. Letzte Arbeit. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Madame. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Auf jeden. Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Auf der, den ich vergiftet. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Okay. Er ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, alles. Trinken Sie. Oh je. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Sollen wir jetzt besoffen zurücklaufen? Ein Hauch von Rosine. Und Geschmack. Süß wie Portwein. Muss das gar nicht gut gehen. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Ich würde dann gern, wenn's... Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen?
Weil, mein lieber unfähiger Schreiner, er kein Oberst ist, sondern ach, ein Scheiße. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also, her mit der Akte, Franz! Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Ich wusste, das geht schief. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Fassen Sie nichts an! Erschießen Sie ihn! Natürlich haben wir sie nicht erschossen. Da muss sie noch als Postgegnerin vorhanden sein. Mit Dynamit gesprengt, das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Und er lebt auch noch. Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte.